vielleicht da rein. Sehr geil. Hoffentlich war das das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Hoffentlich. Gut, gut, gut. Energieknoten. Ich hätte aber gerne ein Medipack. Oder zumindest einen Shop, wo ich mir ein Medipack holen kann. Okay, sieht so aus, als hätten wir das Kapitel jetzt auch fertig. Wenn man jetzt hier reinkommen könnte. Ja. Und die nächste Aufgabe ist erfüllt. Speichern, jo. Speichern. Kapitel 6. Gefahr für die Umwelt. Oh nein, die Umwelt. Oh. Aber das Gute an so Anfangsdingen ist, dass es reicht. Logbuch der Hydrostation, Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Auch wissen, dass es dort unten Probleme gibt. Und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Okay. Minipack. Auch wenn es bloß, ein kleines ist, immerhin. Und noch ein anderes, aber das benutzen wir jetzt noch nicht. Hier geht's weiter, hier ist noch nichts mehr. Achso, das ist ein Aufzug. Boah, ich finde das Bild so geil. Habe ich doch benutzt. Erstmal Munition bei allen wieder auffüllen. Bewässerungsphase eingeleitet. Tomatoes? Cool. Und Gold. Ne, Werkbank wäre auch mal wieder geil. Isaac, wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Oh Gott. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Jo. Ich scanne jetzt den Sektor. Danke. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager, aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig.
Alles klar, hier wachsen auch noch Kürbisse, Wassermelonen. Alles klar, also irgendwas Riesiges ist hier. Das ist schon mal... Das ist die Tür zum Lebensmittellager, Scheiße. Aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammett noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Okay, das lesen wir dann alles. Wir müssen zwar hier eigentlich nicht rein. Aber wir gehen auch wieder raus. Auf diese Tiefe hier, da habe ich jetzt eigentlich wenig Lust. Hier ist ein Shop. Und warte mal, warte mal. Hier ist noch... Hier. Alles klar, schon wieder. Kann ich mir denn einen neuen Anzug holen? Nein, schade. Was wären jetzt gescheiter? Minipack oder... Ding. 103 so einen kleinen Minipack. Und noch ein Luftkanister. Man weiß ja nicht. Damit sind nur noch 100 Credits. Aber bis zum nächsten Shop. Wo? Oh. Sehe noch Dauer. Okay. Ah, das sind so Lagerräume. Da müssen wir doch eigentlich. Wir haben noch einen Knoten, den können wir hier machen. Alles klar. Und weiter geht's. Da können wir nicht rein, das so eine Schränke mit Credits und Dings. Und wir müssen hier hoch. Machen wir das doch mal. Ja, ihr kleinen Scheiße, macht mir keine Angst mehr. Noch das Mikro. Hier ist doch wieder irgendein Scheiß ist hier doch bestimmt drin. So ein großer Raum. Aber gut. Solange nichts kommt. Wir verkringen Plasma Energie. Da ich. Sind hier Affen drin oder was? Komm, ich seh dich, du kleiner Scheiße. Stell ich den Tod wie einen Mann. Macht gar nichts, ey. Macht gar nichts. Nee, wir müssen da hinten hin. Nährstoffhass wird ersetzt.
So geht er. Ohne Scheiß, die ganzen Geräusche legen mich so auf nach vorne. Sonst kann man hier wenigstens noch ein Nachladen schnappen. Und dann die restlichen Kanonen-Dinger mitnehmen. Der ist mich nie wieder. Greif mich nie wieder an, du Nutze. Du. Halt aber was ging. Riper klingen. Hä, da waren wir doch schon. What the fuck? Ach so, das sind die Typen, die die Luft hier verpesten. Aha. Weiß ich das auch. Oh. Weiter geht's. Jetzt können wir doch, jetzt müssen wir bestimmt hier hoch, genau. Dann machen wir das doch mal. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ich geh mal auf Ebene 2. War sehr schlau auf Ebene 1, immer ja schon. Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Nein. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Ja. Ob der sich meldet, weiß ich nicht. Mal alles abchecken. Aber scheint safe zu sein. Gehen wir hier hin. Bisschen Munition aus dem Speicher. Ach, Leute. Wir müssten in dem Spiel Handgranaten. Allein wegen sowas.
hier alles aufsammeln, was geht. Und weiter geht's. Oh nein. Das kann nur Scheiße bedeuten. Oh, wir müssen gar nicht hin. Ach, komm ich nicht hin. Bestimmt wieder so eine scheiß Nebenaufgabe, wo dann irgend so ein Riesenfuckteil kommt. Und noch geil schnacken kann. Und geil schnacken will. Gehen oder wie? Ne, wir müssen da lang. Na, dann gehen wir da lang. Wenn das Spiel es so will. So, ihr müsst jetzt wieder irgend so. Isaac, mach uns wieder ganz. Ah, hallo. Okay. What the fuck is that? Impulskanonen-Munition, sehr schön. Jetzt müssen wir da lang. Hätten wir auch vorher machen können. Aber gut, machst du nicht. Wow. Vielleicht schon mal einfach nur durchlaufen. Ist ja auch schon mal was Schönes. So. Hä? Ja, ich muss hier durch. Eintritt Schwerelosigkeit. Und jetzt? Da hoch. Oh, das war scheiße. Muss ich jetzt da? Muss ich jetzt was? Vielleicht mache ich das nochmal. Der Schwerelosigkeit. Beziehungsweise ich suche mal meinen Speicherpunkt. Hier war er. Gut, weil dann, ich weiß ja nicht, wie lange ich das gezockt habe. Tut mir leid, wenn die Folge jetzt vielleicht ein bisschen kürzer war. Aber YOLO oder länger, weiß man ja nicht. Danke fürs Reinschauen und bis zur nächsten Folge. Adios.